Ja, hallo. Ende August 2020 bin ich für was mehr als eine Woche auf dem Kungsleden unterwegs gewesen. Und zwar von Vakuhtavare hoch nach Abisko, was ungefähr 125 Kilometer sind. Und für diejenigen, die auch diese Strecke laufen möchten oder einfach schauen möchten, wie ist der Kungsleden um diese Jahreszeit, habe ich diesen Film auf YouTube hochgeladen. Generell, ja, ich würde die Jahreszeit sehr empfehlen, weil es anfängt eben Herbst zu werden und es viel weniger Leute unterwegs sind. Hier bin ich in Gällivare, der Ausgangspunkt. Da kann man entweder hinfliegen oder mit dem Zug. Liegt ein Hotel direkt am Bahnhof, Grand Hotel, glaube ich. Und abends konnte man schon die ersten Nordlichter sehen, auch wenn die Sonne nicht komplett untergeht, also es nicht komplett Nacht wird, ist es halt so dunkel, dass man mit Glück Nordlichter schon sehen kann Mitte August. Ja, am ersten Tag ging es dann hoch aufs Hochfjell. Ziemlich anstrengend, vor allem wenn man nicht so geübt ist. Und dann steht ein langer, langer Wandertag bevor. Ja, hier sieht man die Teusjaure-Stüger, die sehr ähnlich eingerichtet ist wie die meisten anderen. Es gibt zum Kochen eben so Gasfelder. Ja, zum Abwaschen muss man Wasser holen. Und auch zum Kochen natürlich draußen Wasser holen, abwaschen und dann das Abwaschwasser draußen wieder entsorgen. Holz muss man auch selber auffüllen, wenn man dann am nächsten Tag auffüllen. Das heißt eben Holz hacken. Und es gibt auch immer ein bisschen Salz und Ketchup und meistens auch Sachen, die übrig geblieben sind von anderen Wanderern, die das einfach da lassen. Es ist der erste Morgen und ich bin in, wie heißt das? Teuer. Ja, ich muss es einblenden, wie es heißt. In der Fjällstüga. Es war ein sehr langer Wandertag gestern, 16 Kilometer. Und wir sind erst um 12 Uhr angekommen oder nach 12 Uhr. Und das letzte Boot hier über den See sollte eigentlich 18:10 Uhr gehen. Das hieß dann, ja, ohne größere Pause durchlaufen. Und trotz, dass ich eigentlich auch ohne größere Pause durchgelaufen bin, weil ich erst um 19 Uhr da auf der anderen Seite und hatte dann auch noch Leute am Weg getroffen, die meinten, ja, 6 Uhr ist wirklich letztes Boot. Du musst zusehen, dass du das kriegst. Und es sind noch so ungefähr 8 Kilometer. Und ich hatte bloß 2, 2,5 Stunden da für diese 8 Kilometer und das war unmöglich, weil der Weg halt extrem steinig ist und man auch teilweise dann über diese Planken gehen muss und über Felsklippen sozusagen klettern muss. Und mehr als 2 Kilometer in der Stunde habe ich einfach nicht geschafft oder 2, 3. Ja, aber dann zum Glück, als ich da angekommen bin, habe ich mir gedacht, ja, ich hisse da die Wasserflasche oder den Wasserkanister, der Zeichen gibt, dass man abgeholt werden will. Aber ich hatte es nicht richtig verstanden, ob das jetzt nur 18 Uhr ist, wenn man da ist, und also nur bei den richtigen Abfahrtszeiten oder generell das mit 18 Uhr gilt, mit Wasserkanister gilt. Und zum Glück haben die vor mir gelaufen sind, mit denen ich gestartet bin,
dem Stygvert, also den Herbergsvater, Bescheid gegeben, dass ich noch unterwegs bin und er Ausschau halten sollte. Ja, und dann habe ich eine Viertelstunde da drüben gewartet und dachte, weil ich schon so K.O. war, ich muss jetzt einfach über den See rudern. Weil es sind ja immer zwei Boote oder es ist immer ein Boot mindestens auf einer Seite. Und ich hatte dann auch Hilfe von jemandem, der dort gezeltet hat, mich ins Wasser so reingeschoben hat. Aber als ich dann im Wasser schon war, habe ich gesehen, dass der Stygvert unterwegs war. Und ich war so sehr, sehr froh, weil nach 7 Stunden Wanderung und schweren Rucksack über ja, viele hundert Höhenmeter war ich einfach richtig fertig mit meinen Kräften. Und der Wind geht ja auch ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, da die 800 Meter rüber zu rudern. Aber zum Glück hat er mich dann abgeholt und ja, ich hatte dann auch hier sehr nette Leute, die bei mir in der Stüga, in der Hütte waren, aber in einem anderen Zimmer. Die hatten gerade auch Essen gekocht, mir Essen angeboten. Und ja, dann habe ich nur noch das Bett gemacht, auch schnell noch eigenes Essen gekocht und mich dann gelegt, weil ich richtige Muskelkater hatte. Und heute Morgen war alles tipptopp. Kaum Schmerzen, Sonnenschein, richtig schönes Wetter, nicht mehr so kalt wie gestern, richtig schön. Und jetzt geht's weiter zur nächsten Etappe nach, ja, ich weiß nicht mehr wohin. Ich muss es einblenden, weil ja, diese Namen kommen und gehen. Ich glaube, mit K beginnt es. Und das hier ist mit T und da, wo ich zuerst war, war mit V. Ja, nach Toisjaure geht es steil den Berg hoch, immer mit so einem Wasserfall oder neben dem Wasserfall. Aber dann ist es ist nicht so weit hoch, 200 Meter ungefähr. Und dann ist es relativ flach und geht auch wieder bergunter. Was ich auch nicht so gewusst habe, ist, dass, also vorher, als ich mich vorbereitet habe auf die Reise, ist, dass es wirklich sehr steinig ist, also sehr alpines Geländer oder alpines Geländer eben. Also sehr viel Steine und es beansprucht wirklich die Gelenke. Das heißt, man sollte sich wirklich ordentliche Schuhwerk mitnehmen. Schon die nächste Stüga, Kautumjaure, glaube ich heißt die. Die werden auch teilweise von Helikoptern versorgt oder die werden größtenteils von Helikoptern versorgt. Teilweise werden auch Leute ausgeflogen. Ja, und so muss man sich eben waschen, weil nach ein paar Tagen Wanderung riecht man eben doch etwas streng. Und dann wäscht man sich entweder im See oder in so Gebirgsbächen. Und es ist wirklich kalt, aber wenn man einmal drin war, dann merkt man die Kälte nicht mehr so. Ja, es ist wirklich eine herrliche Landschaft. Und die Temperaturen lagen so unter 10 Grad, auf jeden Fall zwischen 0 und 10 Grad tagsüber. Aber weil man sich halt bewegt und läuft, fühlt es sich überhaupt nicht so kalt an. Also ich hatte auch viel zu viel dicke Sachen dabei, die ich mir auch hätte sparen können, weil zum einen nehmen die Platz weg und zum anderen wiegen die natürlich auch. Und Gewicht ist eben etwas, was ich finde, sehr wichtig. Würde ich es nochmal gehen, würde ich versuchen, deutlich oder noch ein paar Kilo weniger mitzunehmen.
Ja, jetzt bin ich weiter auf der Wanderung Richtung der Singi-Hütte. Und es ist ein richtig schöner Tag, wenn man nach der Richtung guckt. Aber in die andere Richtung ist halt stark bewölkt und soll nachher da auch noch regnen. So, ich denke, ich werde heute ein bisschen schneller laufen, sodass ich vielleicht vor dem Regen, der am Nachmittag angekündigt ist, in der Hütte bin. Aber ja, es bleibt immer noch ein bisschen Zeit, die Aussicht zu genießen und ein paar schöne Fotos zu machen. Das ist relativ leicht gängiges Gelände. Schon steinig, aber es sind nicht mehr so große Höhenunterschiede. Und ja, macht Spaß. Und etwas kälter auch als gestern. Also jetzt merkt man schon, dass es nicht mehr so warm ist, auch wenn die Sonne draußen ist, dann ja, vielleicht weil man nicht mehr so viel klettert, aber heute friere ich ein bisschen. Ich werde mir vielleicht nachher die Daunenjacke anziehen, vor allem wenn ich dann was esse. Ja, weiter geht's. Ja, an der Singi oder Chakchai-Hütte, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, waren auch wieder schöne Nordlichter zu sehen abends. Aber ja, wenn man so den ganzen Tag gelaufen ist und dann nachts um 12 rausgeht, um die Nordlichter zu fotografieren, ist man am nächsten Tag auch ziemlich gerädert, vor allem wenn man versucht, früh loszugehen. Es ist aber auf jeden Fall wert. Rentiere hat man auch einige gesehen, vor allem hat man auch riesige Abgrenzungen gesehen, also Zäune, wo einfach mitten in der Wildmark Zäune aufgestellt wurden, um die Rentierherden nicht, damit sich die Rentierherden nicht, Herden nicht vermischen. Schon witzig, wenn man da ja, denkt, man ist am Ende der Welt und dann sind riesige Zäune, die einfach mal wie zu DDR-Zeiten quer durchs Land gehen, aber eben nicht bewacht natürlich. Und ein paar Wildtiere hat man auch sehen können. Man hat sehr viele Vögel gehört, aber natürlich selten gesehen. Und diese Tiere, wo ich nicht weiß, wie die heißen, waren an so einem Flusslauf, diese Vögelchen. Ja, weiter dann Richtung Chakchai-Pass. An dem Tag, wo ich hoch auf dem Pass bin, war relativ schlechtes Wetter. Und es hat zuerst geregnet und dann fing es auch an zu schneien. War relativ kalt und anstrengend, hoch über den Pass zu gehen. Aber danach ging es nur noch bergab, was natürlich sehr schön ist. Oben auf dem Pass gibt es auch so eine Hütte, Schutzhütte. Ich habe nicht den Ofen angemacht, weil ich eigentlich nur kurz Mittagessen wollte und dann weiter. Oder ja, wollte. Das habe ich auch gemacht. Es kamen dann auch noch ein paar andere Wanderer, die in die andere Richtung unterwegs waren, mir noch Gesellschaft geleistet haben. Und auf dem Weg runter war es richtig, richtig steinig. Da muss man sich auch drauf einstellen, man läuft fast in einem Flussbett, würde ich sagen. Und hier der riesige Wasserfall an der, ich glaube, das ist die Chakchai-Hütte. Da bin ich baden gegangen, weil, wie gesagt, man riecht ziemlich streng.
Und ich hatte mir Schuhe geborgt von der Hütte. Und beim Bahngehen ist mir einer davon weggeschwommen. Also so in, ja, Plastikschuhe. Ja, ein richtig schöner Platz. Sagtzastigen. Die Shaksha-Hütte. Shaksha-Hütte auf dem Shaksha-Pass. Ja, jetzt bin ich losgelaufen von Shaksha, von der Shaksha-Hütte. Und es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Gestern Abend war es ein bisschen bewölkt, aber wenn dann so eine Wolkenlücke aufkam, konnte man wirklich schön die Nordlichter sehen. So, das war, es war auf jeden Fall wert, da um 12 Uhr rauszugehen, auch wenn es ziemlich kalt war. Der Wind ging ganz schön. Aber jetzt geht der Wind kaum noch. Es ist wirklich richtig schön. Ich habe auch nur einen Pulli an und ein T-Shirt drunter. Und es ist genau die richtige Temperatur. Heute Morgen, als ich geguckt habe, waren es so ungefähr 5 Grad. Und in der Sonne fühlt sich viel wärmer an. Ja, und heute eine relativ lange Etappe. Oder ja, eigentlich eine normale Etappe, aber ein bisschen länger als normal. 14 Kilometer nach Alesjaure, glaube ich. Ja, aber die Leute, die ich heute getroffen habe oder gestern getroffen habe auf der Hütte, meinen, es ist ein schöner Weg, nicht so anstrengend. Für mich ist es ja jetzt nur Berg runter. Nachdem ich da auf den Pass war gestern, ist es, glaube ich, fast nur noch bergab bis nach Abisko. Und ja, das war auf jeden Fall richtig schön gestern auf der Hütte, weil eine Gruppe von der schwedischen Kirche, Svenska Kyrkan, ungefähr, ich glaube, 14 Leute oder so kamen. Und die waren alle sehr, sehr nett. Und einige davon das erste Mal auch auf dem Kungsleden oder generell im Fjell und auch K.O., so wie ich. Und ja, man konnte über alles reden und die waren auch neugierig, was man so macht. Und ja, es war einfach sehr angenehm. Man konnte auch ein bisschen übers Leben philosophieren. Auch noch eine andere nette Schwedin getroffen, die alleine reist, aber in die andere Richtung. Und ja, wir hatten es sehr gemütlich, auch Essen geteilt und dann war ich auch noch mit bei der Messe, Abendmesse. Das erste Mal, dass ich bei einer Messe war. Ja, war nicht schlecht. Und jetzt muss ich dort lang. Irgendwann sollte dann ein See auftauchen. Und an diesem See, am Anfang dieses Sees, ist dann die Alesjau-Hütte oder Stugan. Und ja, dann darf ich mich gut erholen, weil morgen ist dann die extrem lange Etappe. Und ja, wie glaube ich schon erwähnt, haben den Bootstransfer, der 6 Kilometer spart, dieses Jahr früher eingestellt, obwohl überall 31. steht. Und deswegen wird es ein langer Tag morgen. Aber heute nochmal schön genießen. Und auch viel filmen und fotografieren. Und vielleicht kommt heute Abend auch wieder Nordlichter. Hoffentlich zieht es nicht zu, weil dann kommen bestimmt Nordlichter. Ja, weiter geht's. Ja, hier bin ich an der Alesjaure-Hütte und ja, bereite mich vor, wirklich sehr früh loszugehen. So gegen 6 wollte ich los und
Und wie man sieht, am nächsten Morgen war es wirklich grau und kein schönes Wetter. Und eine sehr, sehr lange Wanderung stand mir bevor. Ich glaube, ich bin dann auch erst so gegen 15 Uhr, gegen 17 Uhr in Abisko-Jaure angekommen. Und es hat auch immer zu geregnet an dem Tag. Deswegen auch nicht so viel gefilmt. Ja, das war wirklich die anstrengendste Etappe der ganzen Wanderung. So, Finale, ne? Ja, die zwei Deutschen habe ich unterwegs dann getroffen. Die hatte ich schon in Schakcha oder vor Schakcha getroffen. Die wollten eigentlich zelten, aber den letzten Tag sind sie dann auch in die SDF. Und da haben wir ein bisschen Karten gespielt und sind die letzten 15 Kilometer nach Abisko zusammen reingelaufen. Und in Abisko haben wir dann auch noch zusammen Abendessen gegessen und ja, auch nach Nordlicht dann Ausschau gehalten. Und wir haben auch gemeinsam den Zug nach Stockholm genommen. Und uns auch nochmal in Stockholm getroffen. Ja, sehr nette Jungs. Ja, und hier sind wir schon fast in Abisko. Am Ende der Reise, 125 Kilometer hinter einem. Da tat mir die Füße richtig weh, weil man halt manchmal gegen Steine tritt. Geschafft. Ja, ich bin jetzt am Ende angekommen in Abisko. Da hinten sieht man Laporten oder Laport, wo der Hubschrauber gerade durchfliegt. Das Wahrzeichen vom Lappland oder eines der Wahrzeichen. Und ja, eine halbe Stunde geht mein Zug. Ich muss mich jetzt beeilen, noch meine Sachen zusammenpacken. Es war eine schöne Reise. Es war anstrengend, aber doch schön. Ich denke jetzt positiv drüber nach oder zurück. Ja, was ich so gemerkt habe, ist, dass man weniger Sachen auch mitnehmen sollte. Zum Schluss hatte ich nur noch 9 Kilo im Rucksack. Das hat schon einen Unterschied gemacht, ob 13 oder 9. Und auch, dass man vielleicht noch 2 Wochen später hätte reisen können, weil, wie man sieht, ist der Herbst noch nicht da, aber er beginnt. Also die Blätter werden gelb, aber es ist noch nicht so viel gelb hier zu sehen und rot. Und es gibt auch noch Mücken. Also ich glaube, so in 2 Wochen, dann ist auch Nachtfrost, da sterben die dann. Deswegen, ja, Mitte September ist eigentlich noch besser, aber meine Uni beginnt oder hat schon begonnen, deswegen hätte ich auch gar nicht später fahren können. Ja, schöne Reise und kann sie jedem empfehlen, der ja, halbwegs trainiert ist und ja, sich das auch zutraut. Das war kurz.